Mein Name ist Martin Schwabe und ich habe mehrere Berufe gelernt, aber jetzt bin ich Cembalo-Bauer. Die Entwicklung bei mir war so, dass ich erst einen völlig artfremden Beruf gelernt habe. Ich war Elektriker und ich habe schnell begriffen, dass das nicht meine Erfüllung ist und habe mich sehr für Holz schon immer interessiert als Kind. Mein Vater hatte übrigens auch ein Cembalo zu Hause stehen, an dem, wenn er nicht da war, habe ich mich rangetraut mit meinen Fingern und habe da schon ein bisschen dran rumgefummelt. Habe sicherlich mehr irritiert, als da was in Ordnung bringen können, aber es hat meine Inspiration geweckt. Man kann sagen, ich baue Instrumente, die mir gefallen, nach historischen Vorbildern und lasse mir eine Zeichnung kommen und warte auf die Kundschaft, die dann kommt und die ganzen Instrumente mir aus den Händen reißt, weil sie so gut sind. Wenn man das schafft, ist das eine hervorragende Leistung. Ich frage mich manchmal, woher kommt an sich diese Energie, sich immer wieder selber quasi in den Hintern zu treten und gehe es los zu arbeiten, anstatt zu segeln und andere Dinge zu tun. Ich arbeite seit 27 Jahren mit einem sehr netten Mitarbeiter zusammen. Wir bauen neu, wir bauen die verschiedensten Modelle, französische, italienische, deutsche Cembali und restaurieren ganz viel. Natürlich ist es wunderbar, wenn man nach 10, 15 oder sogar jetzt inzwischen 25 Jahren hört, dein Instrument hat wieder gespielt und es war toll. Ja, das macht dann natürlich Spaß.